Stalin besetzt zu machen. Serbien? Das Auswärtige würde die Bereinigung der serbischen Restjudenfrage begrüßen. Hier sollte man vielleicht ansetzen. Serbien wäre dann das erste Land, das wir dem Führer als Juden freimelden könnten. Das zweite? Obergruppenführer, ich melde Estland. Judenfrei, schon bekannt. Was Sie haben schon? Wir sind die Bilde, Gauleiter. Na schön. Ich werde wohl melden dürfen, was wir gemacht haben. Das ist immerhin unser Territorium. Aber unsere Chose. Erhalten wir... Einsatzgruppenbericht, Kopien an Zentralinstanzen nach Verteilerschlüssel wie üblich. Moment, meine Herren. Serbien, Judenrein, das wäre interessant. Die Arisierungen sind bereits durchgeführt. Konzentration ist erfolgt. Kleine Quote. 20.000. Es handelt sich im Wesentlichen nur noch um die Frauen, Kinder und alten Leute der von den Geiselerschießungen betroffen gewesenen 8.000 Männer. Was ist mit Ihnen, Gauleiter? Wollen Sie die Leute haben? Ghetto vorübergehend? Also offen gestanden... Und Sie? Wie ich schon sagte, darf ich einen Augenblick bitten, Herr Staatssekretär? Müller, Eichmann. Sie auch lange. Verlieren wir doch keine Zeit, meine Herren. Wir setzen für die restlichen 20.000 serbische Juden den Gaslaster ein, der für Riga gedacht war. Ja, aber... Die serbische Regierung, müssen wir die irgendwie bedienen? Nichts, Marionette. Den Militärbefehlshaber übernehme ich selbst, auch Einsatzgruppenchef. Ich veranlasse Unterrichtung höher als erst durch Reichsführer. Kommandochef? Ich erlaube mir vorzuschlagen, Obersturmbannführer Dr. Schäfer. Elegant. Wer den Sender Gleiwitz in die Luft jagt, macht doch das diskret. Wann kann der an Marsch gesetzt werden? Zweite Reihe. Gut, erledigt. Obergruppenführer, die Gaslaster... Irgendwelche Einwände? Selbstverständlich nicht, Obergruppenführer. Improvisieren Sie inzwischen. Zu Befehl. Herr Ministerialdirektor? Ja, da ist noch... wie steht es mit den Juden in den befreundeten bzw. von uns abhängigen Staaten? Wie wollen Sie diese zur Herausgabe Ihrer Juden veranlassen? Es zahlt sich nun die jahrelange Politik aus, diese Staaten auf antisemitischen Kurs zu bringen. Es zahlt sich aus, dass wir einige veranlassen konnten, Judengesetze nach deutschem Vorbild zu erlassen. Und es zahlt sich aus... Dass wir sie hinsichtlich ihrer Juden im Reich zu unseren Komplizen gemacht haben, ist erst das Eis gebrochen, lassen Sie leichter über Weiteres mit sich reden. Niemand bezweifelt Ihre Tüchtigkeit, Herr Staatssekretär. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Ich begrüße wirklich jede Information. Die Reichskanzlei als Verbindungsstelle zwischen den Zentralinstanzen vermag nur bei entsprechendem Informationsstand angemessen zu agieren. Also wir verschweigen Ihnen nichts. Das Auswärtige Amt geht so vor, dass wir erstens bei den in Frage kommenden ausländischen Regierungen, meist von mir aus der SA ausgewählte Gesandte platziert haben, die für die notwendigen rassepolitischen Initiativen garantieren. Ich darf Ihnen namens der Parteikanzlei bestätigen, dass es Ihnen gelungen ist, im Herrenclub der Diplomaten nationalsozialistischen Persönlichkeiten Spielraum zu verschaffen. Danke. Diese Persönlichkeiten in Ihrer Auslandsmission unterstehen der Parteikanzlei. Nur Leihgabe unsererseits. Wir, das Auswärtige Amt, zweitens, erfreuen uns der Unterstützung durch das Reichssicherheitshauptamt, das durch speziell geeichte Judenberater aus den Reihen der SS unserer Tätigkeit an den ausländischen Regierungssitzen Nachdruck verleiht. Das Auswärtige Amt hat Kompetenzen an die SS abgetreten. Der Auftrag der Judenberater endet doch mit der Lösung der Judenfrage. Und diese Leute sind Ihnen unmittelbar verantwortlich? Ja, meinem Judenreferenten. Obersturmbannführer Eichmann ist also doch ein bisschen mehr als Spediteur. Er ist ja auch in Serbien tätig geworden. Nur eine Anregung meinerseits. Wo gibt es Judengesetze bisher? Slowakei, Kroatien, Rumänien. In Slowakei auch Konzentrierungen in bisher 3 Arbeitslagern. Und was ist in diesen Fällen mit dem Judenvermögen? Es wird den Regierungen als Lockköder angeboten. Das sind Milliarden. Das ist höherenorts schon geklärt. Wir behalten indirekt oder später den Zugriff. Wir streben in jedem Falle die Zahlung eines Kopfgeldes in bar für jeden deportierten Juden an. Als Beitrag zu den Kosten des Transportes und Unterhalt ist im Osten. Aber hoffentlich auch weiterhin nicht von Italien, das wäre eine Katastrophe. Die Empfindlichkeit der Italiener ist wirklich noch schlimmer als die der Dänen und Bulgaren. Die gehen für jeden einzelnen Juden auf die Barrikaden, eine grauenhafte Mentalität. Es ist höchste Zeit, dass unsere Verbündeten begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Wie steht die Sache, Kotzi?
Nicht schon wieder, bitte. Was ist damit? Es erging Beschwerde seitens des italienischen Generalkonsuls in Danzig dagegen, dass eine Italienerin namens Jenny Cozzi, eine Jüdin, in das Ghetto von Riga überstellt wurde. Und? Sie war mit einem hohen italienischen Offizier verheiratet, der verstorben ist. Ach so. Ich habe das bearbeitet. Die Italiener forderten ihre Freilassung und Rückkehr nach Italien. Haben Sie meinen Brief erhalten? Ja. Ich habe durch meinen Stellvertreter das Auswärtige Amt wissen lassen, dass wir dem Ersuchen nicht stattgeben können. Zumal zu befürchten ist, dass die Jüdin Cozzi die Verhältnisse im Ghetto Riga in Italien zu gräuelpropagandistischen Zwecken ausbeutet. Und das würde unsere Position beim italienischen Verbündeten noch erschweren. Wir haben den italienischen Generalkonsul in Danzig gebeten, von weiteren Demarschen in der Sache Abstand zu nehmen. Aber für die Italiener handelt es sich hier offenbar um eine Art Ehrenschuld gegenüber dem verstorbenen Offizier. Inzwischen hat sich auch die italienische Botschaft an uns gewandt und verlangt, dass wir unsere Entscheidung überprüfen. Jetzt verstehe ich, warum die Italiener ohne uns keinen Krieg gewinnen. Demnächst drückt der Duce selber an. Die faschistische Partei hat es bereits in der Parteikanzlei getan. Wir haben an Gestapo römisch 4b4 verwiesen. Ich habe daraufhin Befehl gegeben, die Cozzi bleibt. Befehl ausgeführt. Also ich habe nicht die Absicht, mich mit 11 Millionen Cozzi-Damen herumzuschlagen. Sie steht immerhin für 58.000 italienische Juden. Das kann ein Präzedenzfall werden. Ich habe Termin mit dem Chef der Polizei des Duce. Wenn das Auswärtige Amt keine Einwände hat, werde ich alle Italien betreffenden Fragen anschneiden. Wir würden nur um Unterrichtung bitten, Obergruppenführer. Erfolgt. Im Protokoll? Im Protokoll. Sie denken noch nach? Ich denke noch, Obergruppenführer. Noch Fragen, Judenausland? Nein, danke. Keine Hundeliebe mehr in Deutschland. Meine Herren, Voraussetzungen für alle Maßnahmen ist eine klare Abgrenzung des gemeinten Personenkreises. Ja, gemäß den Nürnberger genug, ist es nur wegen meiner Grippe. Gemäß den Nürnberger Gesetzen sind bekanntlich die Halbjuden den Deutschen gleichgestellt und somit von allen speziellen Judenmaßnahmen ausgenommen. Das soll sich ändern? Ja, das soll sich ändern. Grundlage einer neuen Regelung könnte dieses Schreiben sein, das mir seitens der Reichskanzlei zugegangen ist. Vielleicht darf ich Sie bitten, Herr Ministerialdirektor, den Inhalt doch mal kurz zur Kenntnis zu bringen. Sie haben doch sicher einen Durchschlag. Ja, ja, ich habe ihn. Es geht hier um die Behandlung der Mischlinge ersten Grades, also der sogenannten Halbjuden. Ich zitiere: Mischlinge ersten Grades sind im Hinblick auf die Entlösung der Judenfrage den Juden gleichgestellt. Moment mal. Halbjuden gleichgestellt mit Volljuden? Aber, meine Herren, das stellt ja alles auf den Kopf, was das Innenministerium seit 6 Jahren vertreten hat. Mit Gründen, meine Herren. Verzeihen Sie, Herr Staatssekretär, es geht noch weiter. Es sind ja Ausnahmen vorgesehen. Ausnahmen oder nicht. Wir können nicht plötzlich die Halbjuden schlechter stellen, zum Tragen des Judensterns zwingen und sie nun, sagen wir mal, abschieben. Das ist völlig ausgeschlossen. Aber so hören Sie doch erst einmal zu. Es heißt hier, von dieser Behandlung sind auszunehmen A. Halbjuden, die mit Deutschblütigen verheiratet sind. Das besteht sich ja wohl von selbst. Insofern sie mit ihnen Kinder als Vierteljuden haben. Unannehmbar. Und B? B sind ausgenommen Halbjuden, für die von höchsten Stellen der Partei und des Staates aufgrund ihrer besonderen Verdienste auf lebenswichtigen Gebieten der Arierstatus gewährt wurde. Sehr großzügig. Allerdings ist weiterhin vorgesehen, jeden dieser Fälle nochmals zu überprüfen. Unter welcher Federführung? Selbstverständlich der Ihrigen, Herr Staatssekretär. Im Zusammenwirken mit der Parteikanzlei? Ja, sicher. Wobei nicht auszuschließen ist, dass mit einer neuerlichen Entscheidung der den Halbjuden gewährte privilegierte Status wieder zurückgenommen wird. Sieh mal an. Meine Herren, mit Ihrer Erlaubnis eine drastische Frage. Auf welchem Mist ist denn dieses Papier gewachsen? Doch nicht auf dem Ihrigen, Herr Kollege. Auf unserem. Partei, Braunes Haus. Die Reichskanzlei betrachtet es als ein Arbeitspapier. Es dient zur Diskussion. Ihre Stellungnahme, meine Herren. Vom außenpolitischen Standpunkt ist es völlig gleichgültig, ob die Mischlinge bleiben oder gehen. Der Reichsminister würde sicher zustimmen, wenn sichergestellt ist, dass es uns keine unersetzbaren Rüstungsfacharbeiter kostet. Darüber können wir reden. Das Justizministerium steht der gesetzmäßigen Abwicklung aller notwendigen Maßnahmen nicht entgegen. Ich darf wohl im Namen aller Kameraden der SS-Hauptämter sagen, die Lösung der Mischlingsfrage ist im Interesse der völkischen Hygiene und rassischen Flurbereinigung überfällig. Wir sind der Meinung, dass mit dieser Zwischenrasse aufgeräumt werden muss. Es erscheint uns keineswegs tragbar, sie als solche länger am Leben zu halten. Sie stellt die Verwaltung vor ständig neue Probleme. Dafür haben wir keine Zeit mehr.
Ich kann deshalb Parteiseits und namens des Braunen Hauses, nicht wahr, die bindende Erklärung abgeben, dass der Vorschlag, die Halbjuden endlich den Juden gleichzustellen, absolut in Ordnung geht. Sie finden es in Ordnung, dass wir jeden einzelnen Mischlingsfall nochmals überprüfen und das jetzt mitten im Krieg? Haben Sie eine Ahnung, was das erst für ein Verwaltungsaufwand sein wird? Könnten. Das Zweite. Obergruppenführer, ich melde Estland. Judenfrei, schon bekannt. Was, Sie haben schon? Wir sind die Bilde, Gauleiter. Na schön. Ich werde wohl melden dürfen, was wir gemacht haben. Das ist immerhin unser Territorium. Aber unsere Chose. Erhalten wir Einsatzgruppenbericht, Kopien an Zentralinstanzen nach Verteilerschlüssel wie üblich. Moment, meine Herren. Serbien, Judenrein, das wäre interessant. Die Arisierungen sind bereits durchgeführt. Konzentration ist erfolgt. Kleine Quote. 20.000. Es handelt sich im Wesentlichen nur noch um die Frauen, Kinder und alten Leute der von den Geiselerschießungen betroffen gewesenen 8.000 Männer. Was ist mit Ihnen, Gauleiter? Wollen Sie die Leute haben? Ghetto vorübergehend? Also, offen gestanden. Und Sie? Wie ich schon sagte, darf ich einen Augenblick bitten, Herr Staatssekretär? Müller, Eichmann. Sie auch lange. Wir nehmen doch keine Zeit, meine Herren. Wir setzen für die restlichen 20.000 serbische Juden den Gaslaster ein, der für Riga gedacht war. Ja, aber die serbische Regierung, müssen wir die irgendwie bedienen? Nichts, Marionette. Den Militärbefehlshaber übernehme ich selbst, auch Einsatzgruppenchef. Ich veranlasse Unterrichtung Hörers als Durchreisführer. Kommandochef? Ich erlaube mir vorzuschlagen, Obersturmbannführer Dr. Schäfer. Elegant. Mit den Sender Gleiwitz in die Luftjagd macht doch das diskret. Wann kann der an Marsch gesetzt werden? Zwei Tage. Gut, erledigt. Obergruppenführer, die Gaslaster. Irgendwelche Einwände? Selbstverständlich nicht, Obergruppenführer. Improvisieren Sie inzwischen. Zu Befehl. Herr Ministerialdirektor? Ja, da ist noch. Wie steht es mit den Juden in den befreundeten bzw. von uns abhängigen Staaten? Wie wollen Sie diese zur Herausgabe ihrer Juden veranlassen? Es zahlt sich nun, die jahrelange Politik aus, diese Staaten auf antisemitischen Kurs zu bringen. Es zahlt sich aus, dass wir einige veranlassen konnten, Judengesetze nach deutschem Vorbild zu erlassen. Und es zahlt sich aus, dass wir sie hinsichtlich ihrer Juden im Reich zu unseren Komplizen gemacht haben. Ist erst das Eis gebrochen, lassen Sie leichter über Weiteres mit sich reden. Niemand bezweifelt Ihre Tüchtigkeit, Herr Staatssekretär. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Ich begrüße wirklich jede Information. Die Reichskanzlei als Verbindungsstelle zwischen den Zentralinstanzen vermag nur bei entsprechendem Informationsstand angemessen zu agieren. Also wir verschweigen Ihnen nichts. Das Auswärtige Amt geht so vor, dass wir erstens bei den in Frage kommenden ausländischen Regierungen, meist von mir aus der SA ausgewählte Gesandte platziert haben, die für die notwendigen rassepolitischen Initiativen garantieren. Ich darf Ihnen namens der Parteikanzler bestätigen. Informationsstand angemessen zu agieren. Also wir verschweigen Ihnen nichts. Das Auswärtige Amt geht so vor, dass wir erstens bei den in Frage kommenden ausländischen Regierungen, meist von mir aus der SA ausgewählte Gesandte platziert haben, die für die notwendigen rassepolitischen Initiativen garantieren. Ich darf Ihnen namens der Parteikanzler bestätigen, dass es Ihnen gelungen ist, im Herrenclub der Diplomaten nationalsozialistischen Persönlichkeiten Spielraum zu verschaffen. Danke. Diese Persönlichkeiten in Ihrer Auslandsmission unterstehen der Parteikanzlei. Nur Leihgabe unsererseits. Wir, das Auswärtige Amt, zweitens, erfreuen uns der Unterstützung durch das Reichssicherheitshauptamt, das durch speziell geeichte Judenberater aus den Reihen der SS unserer Tätigkeit an den ausländischen Regierungssitzen Nachdruck verleiht. Das Auswärtige Amt hat Kompetenzen an die SS abgetreten. Der Auftrag der Judenberater endet doch mit der Lösung der Judenfrage. Und diese Leute sind Ihnen unmittelbar verantwortlich? Ja. Meinem Judenreferenten. Obersturmbannführer Eichmann ist also doch ein bisschen mehr als Spediteur. Er ist ja auch in Serbien tätig geworden. Nur eine Anregung meinerseits. Wo gibt es Judengesetze bisher? Slowakei, Kroatien, Rumänien. In Slowakei auch Konzentrierungen in bisher 3 Arbeitslagern. Und was ist in diesen Fällen mit dem Judenvermögen? Es wird den Regierungen als Lockköder angeboten. Das sind Milliarden. Das ist höherenorts schon geklärt. Wir behalten indirekt oder später den Zugriff. Wir streben in jedem Falle die Zahlung eines Kopfgeldes. In bar.
für jeden deportierten Juden an. Als Beitrag zu den Kosten des Transportes und Unterhaltes im Osten. Aber hoffentlich auch weiterhin nicht von Italien, das wäre eine Katastrophe. Die Empfindlichkeit der Italiener ist wirklich noch schlimmer als die der Dänen und Bulgaren. Die gehen für jeden einzelnen Juden auf die Barrikaden, eine grauenhafte Mentalität. Es ist höchste Zeit, dass unsere Verbündeten begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Wie steht die Sache, Kotzi? Nicht schon wieder, bitte. Was ist damit? Es erging Beschwerde seitens des italienischen Generalkonsuls in Danzig dagegen, dass eine Italienerin namens Jenny Kotzi, eine Jüdin, in das Ghetto von Riga überstellt wurde. Und? Sie war mit einem hohen italienischen Offizier verheiratet, der verstorben ist. Ach so. Ich habe das bearbeitet. Die Italiener forderten ihre Freilassung und Rückkehr nach Italien. Haben Sie meinen Brief erhalten? Ja. Ich habe durch meinen Stellvertreter das Auswärtige Amt wissen lassen, dass wir dem Ersuchen nicht stattgeben können. Zumal zu befürchten ist, dass die Jüdin Kotzi die Verhältnisse im Ghetto Riga in Italien zu gräuelpropagandistischen Zwecken ausbeutet. Und das würde unsere Position beim italienischen Verbündeten noch erschweren. Wir haben den italienischen Generalkonsul in Danzig gebeten, von weiteren Demarschen in der Sache Abstand zu nehmen. Aber für die Italiener handelt es sich hier offenbar um eine Art Ehrenschuld gegenüber dem verstorbenen Offizier. Inzwischen hat sich auch die italienische Botschaft an uns gewandt und verlangt... Obergruppenführer. Noch Fragen, Judenausland? Nein, danke. Keine Hundeliebe mehr in Deutschland. Meine Herren, Voraussetzungen für alle Maßnahmen ist eine klare Abgrenzung des gemeinten Personenkreises. Ja, gemäß den Nürnberger genug, ist es nur wegen meiner Grippe. Gemäß den Nürnberger Gesetzen sind bekanntlich die Halbjuden den Deutschen gleichgestellt und somit von allen speziellen Judenmaßnahmen ausgenommen. Das soll sich ändern? Ja, das soll sich ändern. Grundlage einer neuen Regelung könnte dieses Schreiben sein, das mir seitens der Reichskanzlei zugegangen ist. Vielleicht darf ich Sie bitten, Herr Ministerialdirektor, den Inhalt doch mal kurz zur Kenntnis zu bringen. Sie haben doch sicher einen Durchschlag. Ja, ja, ich habe ihn. Es geht hier um die Behandlung der Mischlinge ersten Grades, also der sogenannten Halbjuden. Ich zitiere. Mischlinge ersten Grades sind im Hinblick auf die Entlösung der Judenfrage den Juden gleichgestellt. Moment mal. Halbjuden gleichgestellt mit Volljuden? Aber, meine Herren, das stellt ja alles auf den Kopf, was das Innenministerium seit 6 Jahren vertreten hat. Mit Gründen, meine Herren. Verzeihen Sie, Herr Staatssekretär, es geht noch weiter. Es sind ja Ausnahmen vorgesehen. Ausnahmen oder nicht. Wir können nicht plötzlich die Halbjuden schlechter stellen, zum Tragen des Judensterns zwingen und sie nun, sagen wir mal, abschieben. Das ist völlig ausgeschlossen. Aber so hören Sie doch erst einmal zu. Es heißt hier, von dieser Behandlung sind auszunehmen A. Halbjuden, die mit Deutschblütigen verheiratet sind. Das besteht sich ja wohl von selbst. Insofern sie mit ihnen Kinder als Vierteljuden haben. Unannehmbar. Und B? B sind ausgenommen Halbjuden, für die von höchsten Stellen der Partei und des Staates aufgrund ihrer besonderen Verdienste auf lebenswichtigen Gebieten der Arierstatus gewährt wurde. Sehr großzügig. Allerdings ist weiterhin vorgesehen, jeden dieser Fälle nochmals zu überprüfen. Unter welcher Federführung? Selbstverständlich der Ihrigen, Herr Staatssekretär. Im Zusammenwirken mit der Parteikanzlei? Ja, sicher. Wobei nicht auszuschließen ist, dass mit einer neuerlichen Entscheidung der den Halbjuden gewährte privilegierte Status wieder zurückgenommen wird. Sieh mal an. Meine Herren, mit Ihrer Erlaubnis eine drastische Frage. Auf welchem Mist ist denn dieses Papier gewachsen? Doch nicht auf dem Ihrigen, Herr Kollege. Auf unserem. Partei, Braunes Haus. Die Reichskanzlei betrachtet es als ein Arbeitspapier. Es dient zur Diskussion. Ihre Stellungnahme, meine Herren. Vom außenpolitischen Standpunkt ist es völlig gleichgültig, ob die Mischlinge bleiben oder gehen. Der Reichsminister würde sicher zustimmen, wenn sichergestellt ist, dass es uns keine unersetzbaren Rüstungsfacharbeiter kostet. Darüber können wir reden. Das Justizministerium steht der gesetzmäßigen